So, da ist offensichtlich abgestanden dünnes Wasser. In der Wanne? Ach so, sag doch was, Mill. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Don't Knock Twice. Wir haben im vergangenen Video so ein bisschen was mit dem Pentagramm gemacht. Unter anderem einen Kelch Wasser verschüttet und da eine Puppe aus dem Backofen geholt, welche am Brennen war. Die Sachs nehmen wir mit. Ich behaupte mal, es kommen vielleicht noch ein paar verschlossene Türen auf uns zu. Unter anderem das hier vielleicht. Aber... Alles klar. Oh, jetzt erstmal hinsetzen. Das war gut. Das war gut. Ein bisschen leblos zwar. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass die Frau tot ist. Ja, komme ich da jetzt raus? Weil ich würde gern... Das ist auch ein bisschen schade, dass man da jetzt wirklich auf einen Millimeter fast abstimmen muss, wo man hinläuft. Oder halt, wie man sich dreht. Aber egal, ist jetzt halt so. Was willst du machen? Jetzt haben wir relativ zügig am Anfang schon wahrscheinlich die Startsequenz für das Video schon erhascht. Eigentlich habe ich es ja lieber, wenn die mittendrin sind irgendwo oder Richtung Ende, damit man sie nicht gleich nach dem Intro wieder sieht, aber naja. Sag mal, ist ja gut. Hi? Okay. Ah, tolle Bilder, also wirklich großartig, großartig. Früher hat man es noch nicht so mit schönen Zahnprothesen gehabt. Ja. Geschweige denn mit irgendwas Schönem. Das Kind ist etwas bleich und das Gesicht ist sehr verschwommen, während dieses Gesicht eigentlich relativ deutlich verfault ist. Jenes nicht so verfault, aber auch schon ein bisschen. Wir haben eine Axt dabei, es kann ja nichts passieren. Uns kann nichts passieren. Wir haben eine Axt. Hier waren wir aber auch schon. Habe ich alles schon gelesen? Sonst würde das ja auch aufflackern. Mach wieder ein bisschen Licht an hier. Vermutlich kann ich da jetzt auch alles aufhauen. Ja. Da vermutlich auch. Jetzt kommen wir auf einmal überall hin. Jetzt ist das hier Open World gleich. Zeit. Komm gleich. Bleib erstmal hier drin. Fühl mich sicher in den vier Wänden hier. Ach, Spielzimmer. Mhm. Okay, ein bisschen Shining nebenher. Wo ist das Badezimmer? Wenn es Shining ist, muss ich ins Badezimmer. Ist alles in Ordnung. Alles in bester Ordnung. Ich bilde mir aber ein, ich muss zurück zu dem Altar. Ziemlich sicher sogar. Soll ich das mal machen? Ich gehe einfach mal runter. Ah ja. Also das hätten sie jetzt ruhig so lassen können, dass man die Treppe komplett runterläuft. Das... Aber gut, das ist ja egal. Es ist jetzt... Es gibt Schlimmeres. Hier kommt auf jeden Fall auch die Piano-Virtuosin her. Ah, der Ziegenkopf, der berüchtigte. Von Generation zu Generation wurde diese Geschichte Kindern erzählt, die sich in den Wäldern zu weit von ihren Müttern entfernten. Die Erzählungen besagten, dass solche Kinder sich verlaufen würden, bis sie auf ein Haus trafen, dessen Tür von einer gehörnten Ziege bewacht wird.
Die Ziege führt das Kind hinein und das Kind wird nie wieder gesehen. Eine alte Frau wandert durch den Wald und deutet Kindern den Weg zu dem Haus. Die Geschichten unterscheiden sich häufig in der Erzählung, jedoch wird die Ziege in allen erwähnt. Gut. Oh, jetzt ist das da auf immer und ewig eingeklemmt. Naja. Da wird immer noch Piano gespielt. Aber wo ist denn das Piano? Egal. Ah, ein Generateur. Oh, und so einen Drucker hatte ich auch mal. Also fast exakt das gleiche Modell. Ne, muss nicht darunter. Muss darunter? Ich glaube, ich hoffe nicht, oder? Ich denke mal, also wenn ich das jetzt anmache, dann wird sich hier Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Aber ist schon interessant, wer macht denn hier so ein tiefes Loch rein? Also, als ob es... Als ob jemand in die Hölle wollte. Vielleicht wollte das ja jemand. Das hier scheint auch ein Pooltisch oder sowas zu sein. Oder ein Bett. Wohl eher ein Bett. Also, jetzt müssen wir hier wohl eventuell... Könnte ich mir vorstellen... Läuft. Okay, also Beleuchtung ist jetzt schon mal ganz gut. Ah ja. Vermutlich. Ah ne, ich brauche keine Axt. Doch eine Axt. Ich komme. Axt, ich komme und hol dich. Ich will mich gern drehen in die richtige Richtung. Ja. Nein. Vielleicht mache ich die gleich alle weg. Ich weiß doch nicht, ob ich das machen muss, aber ich sag mal, bevor ich nachher feststelle, hätte ich mal. Mal lieber gleich jetzt. So. Okay. Hier passieren komische Sachen. Merkwürdiger Ort. Ja. Was? Da bewegen sich Steinchen. Hier ist bestimmt was im Schrank. Nein. Okay, ist kein Holz, kann ich natürlich mit einer Axt nicht machen, ist klar. Da liegt was. Cool. Aber wo steht das Piano, verdammt? Ich hab's immer noch nicht gefunden. Bärchen? Löst du dich auf, wenn ich dich fallen lasse? Nö. Okay. Dann habe ich ja gar kein Recht, dich fallen zu lassen. So, Kinderbild. Vordere Seite, Chloe spielt mit meinem Diadem. Rückseite, wühle die Steine auf, um ihr verfaultes Fleisch ans Licht zu bringen. Ich habe keine Ahnung, welche Steine das sind. Du
neues Tierbärchen, ne? Wühle die Steine auf. Okay, wühle die Steine auf. Ja, ich vermute mal, es wird jetzt gar nicht so einfach. Muss ich irgendwie durchkriechen oder so? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung, ob ich noch in irgendeiner Weise auf der Kamera zu sehen war, aber... Oh! Ja, jetzt sind wir mal gleich gesagt, du Arsch, du. Diadem! Verfaultes Fleisch. Well, sehe ich nicht. Okay, Diadem. Darunter? Sicher? Wo ist das Diadem jetzt hin? Oh. Was mache ich jetzt hier? Muss ich vielleicht wohin? Da kommt Qual oder Rauch oder Staub irgendwas vor? Ich glaube, es ist nicht der Sinn der Sache, da drunter zu klettern. Oh, da brennt's. Da unten. Oh, hallo! Ja. Soll ich da auch lang? Weiß nicht. Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wo es jetzt hier lang geht. Also, ob ich vielleicht wieder zurück muss, oder... Die Musik wird gerade auch nicht unbedingt angenehm. Ich probiere mal wieder zurückzugehen, den Weg, den ich hergekommen bin. Beziehungsweise ich könnte natürlich auch schauen, was jetzt hier so ist. Wir haben ja hier vorher das Holz weggehauen. Aber was hätte ich auch da machen sollen? Hier auf jeden Fall noch irgendein anderes neues Geräusch. Ah ja, Bällchen. Soll ich hochgehen? Ich mach das mal. Ach, wunderbar. Also bin wohl wieder oben. Ich weiß nur nicht. Weiß nicht, ob ich jetzt wieder hier lang soll. Weil die Richtung war ja eigentlich eine andere. Guck einfach mal. Ich werde es schon merken, wenn es nicht geht. Ah!
steh schon auf. Meine Güte. Vielleicht mache ich auch zu hastige Bewegung. Das mag alles sein. Da ist jetzt doch das Klavierchen. Ich habe doch gewusst, ich habe so ein Ding schon mal gesehen. Ach, das kannst du doch besser. Vordere Seite Jess und Baby Chloe, gute Zeit. Rückseite, die richtige Notiz hilft dir, den Geist des Dieners zu finden. Die richtige Notiz hilft dir, den Geist des Dieners zu finden. Was? Welche Notiz? Ich bin mir übrigens auch aktuell wieder völlig im Unklaren, wie lang das Video jetzt schon wieder geht. Aber was soll's? Die richtige Notiz hilft dir, den Geist des Dieners zu finden. Die richtige Notiz. Eigentlich will ich das ja auch in der Hand haben. Moment, das ist ja egal. Ah. Oh, guck mal, Matroschka. Ja, also ich bin sehr gespannt, was das zum Schluss bringen soll. Wahrscheinlich nichts, außer vielleicht eine Trophäe oder halt ein Achievement in irgendeiner Weise. Dass man die Dinger... Ich höre was. Ja, also irgendwelche komischen Geräusche waren da jetzt gerade. Schmetterling immer noch hier. Diese Tür ist immer noch verschlossen. Jetzt könnte ich meine Axt gebrauchen, ey, glaube ich. Ich glaube ich im Keller. Wo ging es denn in den Keller nochmal? Keller. Ich meine hier ums Eck. Ne, dann war es ein anderes Eck. Poolzimmer, okay. Das müsste der Keller sein. Ja, gehen wir in den Keller wieder. Geh weg, Tür. Geht mir doch. Jetzt komm. Kerzchen an hier. So. Also mein Äxtchen holen. Ne? Meine Axt. So, gehen wir wieder hoch. Und jetzt suchen wir ganz, ganz lang die Türen, die wir damit aufschlagen wollen. Ja, und wieder. Wieder. Ganz, ganz komisch gefangen hier. Das ist... Also... Hochinteressant. Ah ja, klar. Das teleportiert einen immer so die Treppe ganz hoch und dann aber irgendwie leicht nach rechts versetzt. Also immer wenn man eine Treppe hochgeht, ist man sofort ein Stück weit rechts von der Treppe. Das ist mir schon aufgefallen. Und da hängst du natürlich direkt in der Mauer fest an der Stelle. Das ist doof gemacht. Warum? Achso.
Komm, geh hier. Ach je. Ach, meine Katze. So, jetzt. Nein. Okay, alles gut. Ich meine, jene hier gilt es zu öffnen. Wenn das mit der Axt geht. Wenn das mit der Axt nicht geht, dann weiß ich es leider auch nicht. Nö, geht. Junge, Junge, Junge. Also wirklich, die scheinen doch offensichtlich in diese Richtung aufzugehen, sonst würden sie doch nicht so weit schwingen. Sage mal. Es kann einem das Spielerlebnis dann auch schon versauen, so ein bisschen. Hallo. Was ist denn das hier? Küche wieder. Ja, was soll ich denn auch in der Küche? Ja, also will nicht. Die Tür will nicht aufgehen, so wirklich. Ich weiß nicht, ob das richtig so ist, aber... Naja. Ich habe ja leider immer noch das Problem, dass ich nicht weiß, wie das mit dieser Notiz da sein soll. Die Tür geht schon mal auf, wenigstens. Jetzt muss ich nur um sie rum. Da war ich aber auch schon, Freunde der Sonne. Da war ich auch schon drin. Jetzt wird es langsam interessant. Also irgendwie, da muss ich wohl... Also ich probiere es jetzt doch nochmal oben lang. Um wieder in diesen Ritualraum zu kommen. Vielleicht habe ich ja inzwischen aus Versehen. Was haben wir denn hier? Ein Badezimmer. Ja, hallo. Endlich mal was Neues. Ich freue mich. So, da ist offensichtlich abgestanden mit Wasser. In der Wanne? Ach so. Sag doch was, Mel. Ja, alles gut. Oh, ein... Was steht da? Vorderseite Ben und Jessicas Verlobung 2012. Rückseite Dampf offenbart die Geheimnisse der Luft. Freunde. Ich brauche auch die Seife nicht. Ja. Ah. 4862. Nee, Zahnbürste hilft nichts gegen Hexen. 4862. Was mache ich denn mit 4862? Was sind das auch für merkwürdige Spiegelungen hier? Das war ernsthaft.
Ach so. Ja, ich verstehe. Das ist natürlich so ein billig gemachtes Spiegelbild da hinten, ne? Oder? Sehe ich das richtig? Ja. Alles klar. Da haben wir eine Matroschka wieder. Okay. Also, was steht da nochmal? 4862. Und wo könnte uns das jetzt behilflich sein? Vierachtzig. Och, Leute. Vier, acht, sechs, zwei. Jetzt habe ich meine Kerze wieder irgendwo liegen lassen. Die sollte ich fast haben, glaube ich. Muss ich hier irgendwas rausfischen? Aha. Cool. Kann man also auch nehmen. Man kann jeden Knochen hier rausnehmen. Also. Oh mein Gott. Okay. Sowohl ein Kinderschädel als auch ein Schädel eines Erwachsenen. Interesting. Nach wie vor weiß ich nicht, was ich mit 4862 machen soll. Ach, wieder ein neuer Raum. Ja, endlich wird auch Zeit. Boah. Ist das jetzt wahr? Kommt hier Viehzeug? Oder was? Ich bin hier nur. Hä? Ja, kommt vielleicht was Größeres auf mich zu. Irgendwas, was ich töten muss? Jetzt habe ich da eine Axt und da liegt auch wieder eine Axt. Da liegt wieder ein Zettel. In Geschichten über Baba Yaga wird oft der Fluch des Dieners erwähnt. Der Träger der Halskette soll dem Willen des Teufels gehörig sein. Dem Willen des Teufels gehörig sein. Die Kräfte der bösen Hexe sind auf der Erde begrenzt. Sie benötigt einen menschlichen Diener oder eine verfluchte Seele, um ihren Willen auszutragen. Man glaubt, der Diener kann sich nur durch den eigenen Tod befreien. Es sei denn, ein anderer Mensch kann überlistet werden, seinen Platz als Diener einzunehmen, indem er etwas wahrlich Böses tut. So. Sucht der Fernseher aus. Ist lieb. Okay. Also, wie vor ein paar Minuten oder so schon erwähnt, habe ich aktuell nicht wirklich einen Plan, wie lang das Video schon ist. Deswegen würde ich sagen, um sicherzugehen, dass es nicht zu lang wird, mache ich an der Stelle mal einen Cut und es geht an exakt gleicher Stelle im nächsten Video weiter. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat, oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und über einen Kommentar freue ich mich auch ganz sehr. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.